So, ich sagte, er soll das dreschen und dann das Getreide und dann für ja, die Schafe. Du kriegst das ja in der Trocken ja nicht umeinander. Nein, das ist total Katastrophe. Ja, aber trotzdem. Ja, das wär auch nichts geworden. Nee, das auch mit der Wicke, ja, ja. Ohne Wicke hast du das morgen. Ja, vielleicht auch ohne Wicke, ja. Moin Leute, in dieser Folge gibt es ganz viele verschiedene Einblicke. Wir sind gemeinsam auf dem Schießstand für meine Jungjägerausbildung und schießen ein bisschen mit der Flinte. Dann gibt es bei uns noch eine Hofführung für unsere Kreislandjugend aus Nordfriesland. Und Papa und Christian lassen die Geschichte des Hofes einmal Revue passieren und reden darüber, wie es eigentlich ist, Landwirt zu sein. Den Anhänger holen und Bodo tut, ne? Mein Opa hatte damals 4, 5 Kühe, 2 Schweine. Und 1962 hat er entschieden, den ersten Stall zu bauen. Und dann ging es immer so weiter. Dann wurde noch ein Schuppen gebaut und dann wurde noch mal wieder ein Stall gebaut. Dann wurde noch mal wieder ein Schuppen gebaut. Und so lief das dann so langsam an. Und dann bin ich ja mit 1976 bin ich ja in der Lehre gekommen. Und ich habe dann richtig Landwirt gelernt. Mit 3 Jahre Lehre, 2 Jahre Landwirtschaftsschule. Und 1985 hat mein Vater mir fast den ganzen Betrieb als Pächter dann überschrieben. Gut! Ich wollte schon immer Bauer werden. Ich habe auch einen unheimlichen Drang zu Tieren und sowas und auch ein gutes Verhältnis zu Tieren. Ich habe auch ein sehr gutes hier Auge für Tiere. Haben wir immer Bauer gespielt hier. Auch mit dem Nachbarnjungen hier. Da sind wir, haben selber unsere Äcker gemacht und in der Sandkiste. Wir haben damals ja ganz anders gespielt. Wir haben uns ja improvisiert, haben wir ja vieles selbst gebaut. Mit einem Stück Holz kann man vieles machen. Ich merke es bei meinem Lütten jetzt ja auch. Sobald ein Trecker vorbeifährt, dreht er durch. Ne? Dann will er da mitfahren. Tiere, Schafe jagen, da ist er Feuer und Flamme für. Ne? Also ein Teil ist ihm natürlich in die Wege gelegt, von uns her auch. Aber der wird ja mitgenommen. Ne? Ist ja, der Betrieb ist ja genauso Familienmitglied wie wir. Also gehört mit dazu. Ne? Willst du die Hecke noch erst ranmucken, falls sie doch rennt? Da der weht ja, was er will. Ja. Wie war das denn bei dir? Kannst du dich daran erinnern? Also wolltest du das auch immer werden? Boah, es gab mal eine Phase, wo ich da keinen Bock drauf hatte. Ne? Aber irgendwie hat man dann doch wieder dahin zurückgefunden. Also wenn ich was anderes gemacht hätte, dann irgendeinen handwerklichen Beruf. Weiß ich nicht, Elektriker, Maurer, Zimmermann, Tischler. Sowas hätte ich vielleicht noch machen können. Aber so Bürojob wäre nichts geworden. Also ich glaube, da hätte ich mal eine Woche gekündigt, wenn überhaupt. Aber ich sage auch hier, zwingen kannst du zu keinem. Und ich sage, wenn das kommt, dann kommt das von alleine. Und ich habe ihm dann mal gesagt, dann als er in der Lehre, ich sage, so was willst du nur Burwan oder was willst du? Ja, dann seh zu, dass er dann nun mal, naja, sagt, kann man, ja, ich will Burwan, ja. Wir sind hier gerade auf dem Schießstand, denn ich mache derzeit meinen Jagdschein. Ich bin in der Ausbildung, die geht ungefähr 6 bis 7 Monate und wir sind kurz vor der Prüfung. Are you ready, Jaike? I'm ready to schieß. Gut, Jaike, lass mal Munition holen. Danke. Jetzt brauchen wir 20 Schuss. 10, 12, 20. So, wir stellen uns jetzt wieder auf für Runde Nummer 2. Ich darf mich jetzt wieder ein bisschen ausschmücken mit meiner Augenklappe. Ich sehe immer aus wie ein kleiner Pirat. Ich habe eine Augenklappe, weil ich noch am Üben bin, mein linkes Auge zu schließen. Seid, glaube ich, die Erste, die aufgeschmückt. Ja, der erste Durchlauf lief so semi-gut. Da hatte ich 5 Tauben von 10. Ich musste erstmal wieder reinkommen. Aber dann läuft es eigentlich ganz gut, denn im zweiten Durchlauf habe ich das erste Mal 9 von 10 Tauben gekriegt. Ich bin super happy und habe eigentlich keine Angst mehr vor der Prüfung, nur vor dem ersten Schuss am Tag der Prüfung, weil ich mich vorher nicht eingrooven kann. Aber gut, ich muss in der Prüfung ja nur 3 von 10 Tauben kriegen, von daher alles entspannt. Nee, die Klappe können wir erst auch machen, wenn die Hecke auf ist.
Opa, Lotte To. Ja, wenn die Klappe oben ist, kriegen wir die noch nicht mehr. Ja, die kannst du dann ja auch noch nehmen. Ja, kann ich auch. Oder willst du zwei Mal oben und Tomo? Nee. Wie du willst. Vieles haben wir auch selber, wo wir beide schon den gleichen Gedanken haben und das dann auch so umsetzen wollen. Aber es gibt auch oft Meinungsverschiedenheiten. Und dann wird darüber diskutiert und es werden dann Pro und Kontras aufgezählt. Welchen Vorteil haben wir davon oder Nachteil? Oder findet sich immer ein Weg. Also wir haben das ganz selten, dass wir heftig aneinander geraten. Man muss also in 5 Minuten oder in 10 Minuten muss man wieder das vergessen können und wieder aufeinander zukommen. Das gibt ja einige Leute, die reden ja eine ganze Woche nicht miteinander. Ich habe auch hier alte Bekannte noch von mir, die reden dann, die haben eine ganze Woche mit dem Vater nicht geredet oder sowas. Ich sage, sowas hat das hier nie gegeben. Nie. Und auch mit Streiten. Habe ich auch zu Brigitte gesagt damals, als wir uns kennengelernt haben und dann auch verheiratet waren. Und dann haben wir uns auch mal in der Wolle gehabt dann so ein bisschen. Und dann fing sie an und wurde bockig denn. Ich sage, Brigitte, wenn du hier anfangen wirst, hier bockig zu werden und dass wir nicht miteinander reden, ich sage dann hier. Und dann haben wir uns angegrinst und dann, seitdem ist das auch nie wieder passiert. Wir sind böse miteinander gewesen. Man dreht dann auch um, man geht auch weg. Aber man kommt dann nach einer halben Stunde oder eine Stunde wieder und dann entweder, man grinst sich schon wieder an, wenn man sich schon sieht. Und dann wird drüber geredet und dann ist auch alles wieder gut. Ich möchte euch begrüßen hier bei uns auf dem Landhof Karstensen. Wir machen eine kleine Hofführung. Wir gehen einmal in die Richtung gleich an der Mutterkuhhalle vorbei und dann runter zum Schafstall beim Schafmelkstand. Warum macht man Führung mit der Landjugend? Aufklären. Also einfach zeigen, was man tut. Vielleicht Inspiration schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass viele damit darüber nachdenken, Direktvermarktung zu machen, vielleicht sowas mit Schafen, mit anderen Tieren. Betriebe sind stetig im Wandel. Also warum sollte man denen nicht zeigen, wie es geht oder wie wir es tun? Und das Heu stammt dann aus eigener Produktion, ja. Und Kraftfutter, ja, ja. Müsst ihr denn zukaufen? Kraftfutter ist Hafer, reiner Hafer, ungequetscht. Also wirklich, Schafe haben halt einen längeren Darm und mehr Wiederkäuanschläge. Das heißt, die zerkleinern den Hafer dann und können den dann verdauen. Hat man da so eine Futterkarre oder hast du direkt einen Futtermischwagen, so wie bei Kühen? Nein, Futterkarre. Mit dem Eimer, ne? Ja. Und Schrotschaufel. Dilemma, das ist wichtig, dass sie sich eben entwickeln können. Das müssen wir am stärksten fördern. Und die Schafe brauchen natürlich, solange sie noch nicht auf der Weide sind, brauchen sie natürlich noch ein bisschen was dazu, um einfach am Ball zu bleiben, dass die Milchleistung stabil bleibt, die Gesundheit stabil bleibt, weil das Schaf gibt ja am Anfang alles ab. Und damit die Körperkondition bestehen bleibt, füttern wir eben noch Kraftfutter dazu. Und hier. Ja, wenn du was dagegen hast, musst du sagen. Nee, alles gut. Der Knoblauch geht immer, ne? Ja. Der ist richtig gut, ne? Achtung! Ja, ich habe laufend neue Ideen. Ich habe auch viele Ideen, die er gar nicht weiß, die er gar nicht kennt. Also da weiß ich ja schon, was denn auf mich zukommt, wenn ich ihm das erzähle. Also ich tüftel viel und lange an etwas rum. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es, jetzt so kann es funktionieren und ich habe alles abgewogen, dann erzähle ich ihm davon. Wenn der Betrieb das ab kann, so finanziell und sowas, ist das ja immer ganz gut. Aber wenn er irgendwie so eine Flausen vorhat, auf Deutsch gesagt, so, dann muss man doch mal die Notbremse ziehen. Und mein Vater hat damals immer gesagt, die beste Erziehung, wenn das im eigenen Portemonnaie wehtut. Ja. Ne? Wenn in Christians Portemonnaie wehtut, dann ist das, man weiß das schon ungefähr so, wenn das mal gut geht und so, dann lässt man ihn machen. Denn. Und nur dieses Jahr haben wir das auch wieder festgestellt, dass es dann doch nicht so richtig war. Denn hat er nur auch eingesehen, dass das dann mit der Haferwicke war. Ja, oh ja, hold on.
mit der Haferwicke. Wir haben Haferwicke, Siloballen eingewickelt und so. Ich sagte, er soll das dreschen und dann die Getreide und dann für ja, die Schafe. Du kriegst das in der Trocken ja nicht untereinander. Nein, das ist total Katastrophe. Ja, aber trotzdem. Ja, das wär auch nichts geworden. Nee, das auch mit der Wicke. Ja, ja. Ohne Wicke hast du das morgen schon. Ja, vielleicht auch ohne Wicke, ja. Das Problem wäre ja der hier Ungeziefer, was dick, der da entwickelt hat. Das haben wir zu spät gemerkt. Da haben wir natürlich 30% Verluste gehabt, weil die Ballen zerfressen waren. War nicht so schön. Aber eigentlich finden wir immer auf einen Nenner. Und er muss gute Argumente haben, ne? Und wenn die Argumente gut sind und ich sehe das dann ein, das dauert dann immer 1-2 Tage. Und dann sage ich dann ja doch hier. Das waren jetzt viele verschiedene Einblicke in dieser Folge von der Landjugend über den Schießstand bis zu meinem Bruder und meinem Papa und einem Generationsbetrieb. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und ich freue mich, wenn ihr ein paar Kommentare da lasst oder auch Fragen habt zur Landjugend, zum Jagdschein, zu unserem Betrieb. Alles Mögliche, was euch in den Kopf kommt, dürft ihr in die Kommentare schreiben und wir antworten darauf. Tschüss! Ach, abonnieren nicht vergessen und gebt dem Video auch einen kleinen Daumen hoch.